Ja, bei Tier 3 eigentlich, aber das ist da nicht, Ja, das aber weißt du, funktioniert bei nicht. mir funktioniert es erst hier in Tier 5. Ja, bei mir auch. Oh, Dropped Frames Detected. Okay, ich glaube, ich muss den Stream mal neu starten langsam. Oder? Ah, der hat sich gerade automatisch neu gestartet. Weshalb das? Ist der Paris-Server etwa nicht mehr gut? Keine Ahnung, ja. Der Stream hat sich gerade neu gestartet. Ich habe noch eine andere Idee gehabt. Ich habe jetzt mal viel Zucker reingetan. Ah, mehrere Zucker. Was, mehrere Zucker? Aha. Boah, kackt der Server vom Betumi gerade ab oder so. Ich kann nichts mehr essen. Nein, toll. Mal neu connecten. So, ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Okay, der Stream läuft aber auf jeden Fall wieder besser jetzt. User joined your channel. Hast du das Deep Dark? Was? Nach das im Deep Dark? Ja. Und jetzt über Java Error. Ach so, ja, ich bin jetzt schon vorher disconnected. Ja, aber das passt, dann kann ich mal auf Nightbot vorbeischauen. Nightbot.tv. Ja, Dann und komme ich ich komme dann hier nicht weiter später. mit dem Verzaubern. User left your channel. Habt ihr ja nichts gebracht. Oh, keine Ahnung, was das Problem ist. Oder was könntest du denn sonst noch machen? Irgendetwas. Okay, heute lief anscheinend noch nichts im Chat. Ah, und der Ironix HD ist verwarnt worden, weil er links gepostet hat am Samstag. So, wir machen natürlich. Ich mache den Server noch mal kurz aus für 5 Minuten, weil ich dem noch mal kurz was zeigen soll. Und dann mache ich den wieder an, okay? Ja, ist okay. Wir haben eh gar User left keine your channel. Zuschauer. Also Craft, Bun, Blit, Touch, False, Experience, Grinding, Holding, Luck, Rainbow, Lumberjack, Speed, Damage, Force, Radkraft 101. Oder welche Radkraftversion habt ihr drauf? Extrem. Hook auf Modora. Boah, scheiße, es ist in 17 Minuten ist 17 Uhr. Du musst jetzt das Ja. Thumbnail machen in dieser Zeit. Ich guck kurz nach. Ja, haben wir ja schön Zeit, denn der Batmobile den Server gerade braucht. Version 0.2.15. 0.2.15. Okay, ich schau mal, was wir hier drauf haben bei Sky Factory. Das ist nicht, oder doch? C. Ah, das ist nicht ganz so alphabetisch Ich hab mir mal das angeordnet. Book of Modora gemacht, also das Startkraft 101. Ist das gebracht? Ja, hat's nicht. Warte, stehen ein paar Rezepte drin. Ja, doch wenn steht ready to advance, dann hast du ja und was noch dicht gemacht. Eigentlich. Und wir haben Wenn ja was die Welt steht? auf Sky Wenn Factory da was hier. steht? Ja, ready to advance steht wahrscheinlich, oder? Wo? Ja, bei deinem X, bei deinem Upgrade Home. Da steht nur Tier 3. Und sonst nichts, wie viele Punkte noch fehlen. Ne, steht da nicht. Echt? Also, welche Version von Darkcraft habt ihr? Ich gerade erst gesagt. Ja. Also, wir haben die 0.2.17. Wir haben die 0.2.15. Update. Ne, keine Ahnung. Warum? Also, ja, ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich würde mal sagen, nicht, aber wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. So, wir Ja, der haben wieder Mod ist drei ja noch gut, Zuschauer. Sehr schön. Ja, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir den Server wieder kriegen, weil Batmobile braucht den gerade noch schnell, um irgendwas zu testen. Aber wir sind dann in circa 2, 3 Minuten wieder auf dem Server und ich mache in dieser Zeit ein Thumbnail. Ja. Das zeige ich jetzt aber nicht live.
Aber falls ihr mal sehen möchtet, wie ich Thumbnails mache, dann könnt ihr das schreiben. So. Wo habe ich denn das jetzt abgespeichert, das Bild? Ah, Desktop. Da muss ich nicht in den Downloads suchen gehen. Das hat welche Größe? Ich mache mal neu. Und das reicht das. Ne, das reicht nicht. Muss größer sein. 720p. Wir machen das Thumbnail. 1082 breit und 720 hoch. So. Dann können wir das rüberziehen. Ich habe geupdatet. Ich warte mal eben, das ist anders. So, und dann brauche ich hier einen Text. Mal sehen, was auf dem Server abgeht. Ja, die sind drauf. Ja, okay, dann müssen wir noch ein wenig warten halt. Aber kein Problem. So, einen Text hätte ich auch gerne. Bei mir Pflicht. Was soll ein Text denn für eine Farbe haben? Schwarz am besten. Schreiben wir hier mal. 90p ist gut, ja. Schreiben wir in 1.7.2 Mode Spotlight. Nee. Ist zu groß die Schrift. Stellen wir sie auf 50. Mode Spot. Ah, das schreibt man eigentlich nicht zusammen. Mod Spotlight, so. Ich würde sagen, wir machen es noch Blut condensed. Ja, das passt. Dann können wir sie wieder auf 70. Ja, 70 ist gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reinpasst. Ja doch, sollte gehen. Dann kann ich das ja direkt wieder editieren. Dann gehen wir noch ein bisschen los. Photoshop buggt gerade ein bisschen. So, Server. Wir können die noch nicht haben. Ich würde ja nicht gerne ein paar Leerschläge haben, aber dann muss ich das so größer machen. Was machen wir da? Ich glaube, ich mache das direkt unten dran hin. Applied. Ne, jetzt mache ich nicht dahin. Hier Applied. Energie Sticks. 2. So, wie sieht das aus? Ich weiß nicht, ob ich eine andere Farbe nehmen sollte. Wie würde es denn aussehen mit Rot? Rot wäre schon besser, aber zu Platten und Schießig passt eher blau. Aha, jetzt wird was angezeigt. Wo? Ich habe ein Update gemacht, jetzt wird was angezeigt. Es wird doch jetzt angezeigt, Tier 3. 580 Force Points, 6 Tier 20. Ah, eben das war ja genau das, was ich dir gesagt habe. So, Server startet. Ah, schön, okay. So, Mod Spotlight 172, Applied Analytics 2. Gibt's weit. So, man sieht, vielleicht sollte ich doch gelb nehmen für die Schrift. Ja, es fängt zu fest auf, ich nehme doch blau. So, speichern wir das. Perfect Timepiece. Wer ist denn dieser Bubi-Kraft? Was muss ich denn jetzt machen? Perfect. Der Bubi-Kraft. Ist er gerade im TS oder so? Wer guckt denn gerade zu? Ich. Ja, ich glaube, der Kollege von dir, oder? Nee. Nicht? Ah, dann wird es wahrscheinlich der sein, ich der aber noch abonniert ja, hat. Aber also ich selbst nicht. Ich schon. Okay, wir warten noch, bis der Server hochgefahren hat. Der ist gleich hochgefahren. Multi? Ja. Also ich habe jetzt das Update, hier steht jetzt, ist was ich noch nicht hab, a perfect timepiece. Was heißt das jetzt? Perfect timepiece, perfekter Zeitpunkt.
Und sonst stehe ich da, wie viele Punkte bis zum nächsten Level? Ich habe 580 Force-Punkte und 20 Next-Tier. Ah, dann musst du jetzt doch irgendwas zusammenzaubern, egal was, bis du halt die 20 Punkte hast, sonst kannst du irgendwas mit Force infusen und irgendwelche Dinge kombinieren. Kombiniere noch ein bisschen Zucker. Ja, genau, das würde ich jetzt auch machen, so etwas. So, Servo. Hm, ich brauche aber Level. Stream jetzt. Also ich komme drauf. So, ja, das sind wir wieder. Willkommen zurück. Geht's jetzt bei deinem TS wieder, oder? Ja, ja, bei mir ist kein Problem mehr. Bist du im Deep Dark eigentlich? War im Deep Dark, ja. Also. Ich bin eigentlich noch im Deep Dark. Weh, du joinst. Oh! Nee, das war ja nur immer. Das ist scheiße. Meine Verbindung ist gerade nicht so gut. Moment. Ich weiß nicht, warum die nicht gut ist. Aber die Verzögerung am Stream ist gerade extrem. Extrem? Bin ich jetzt erst gerade gejoint oder so? Ja. Ich weiß nicht. Na, ich hatte schon bessere Verbindung. Naja, 158 Droppet Frames. Aber doch etwa. Und wie viele sind? Ja, doch immer in 10.000 gesendet. Du mit deinen Droppet Frames. Was? Die sind ziemlich wichtig. Was? Warum? Was ist denn das? Verlorene Frames oder ja, was? Ja, verworfene Frames sind auf Deutsch. So. Ah, wir waren hier am Brauen, genau. An der Potion of Night Vision für das Force Rod. Und dann, ja dann, wir müssen an deine Frau auf Federn warten, damit wir unsere Rüstungen nicht verzaubern können. Ah, und auf Tier 6 können wir dann das Road of Return machen, das ist cool. Potion of Night Vision, geil. Und dann kommt die... Chili Seeds, hast du Chili Seeds gefunden? Mhm. Was kommt das erst jetzt im Stream? Ja. Schön. Jetzt steht hier Ready to Advanced. Hallo, bist doch nicht oben. Also jetzt steht hier Ready. Du bist noch auf Tier 3, aber kommst jetzt nicht auf Tier 4. Du machst da hier richtige Vanilla. Nee, ich bin jetzt bei Ready to Advanced bin ich jetzt. Ja, das... Dann hast du eben irgendwas ausgelassen. Ja, hab ich doch gesagt, das ist mit dem Timepiece. Timepiece, was wird denn dir da angezeigt? Ja, Perfect Timepiece, das ist so ein rundes Ding. Das kommt nach dieser Werkbank mit dem Craften. Boah, Junge, leck das. Meinst du das? Das war, ist eigentlich das letzte? Also was du hast? Das letzte vor Tier 4. Ja, das ist eigentlich das mit der Item Card. Ich sehe Schatten. Mit welcher Item Card? Mit Crafting Table. Das ist eigentlich das letzte vor Tier 4. Nein, das ist, das ist der Crafting Table, ich bin aber, da ist noch einer. Also Moment, ich sag dir schnell, was du in Tier 3 alles machen musst. Das mit dem Glaspowder hast du ja gemacht, oder? Cobweb hast du auch gemacht. Skill Touch, den Bogen. Nee, nicht Bogen, doch den Bogen mit deinem Pfeil. Und dann kannst du noch Waffen mit deinem Spider-Eye. Ja, das wäre alles. Damit ja, dann gibt es noch den Crafting Table. Ja, und das ist alles, das sind alle fünf Dinge, die es gibt da. Nee, und der Perfect Timepiece. Das habe ich hier nicht. Hast denn du jetzt auch die 0217? Ja, ich habe die geupdatet. Komisch. Hast du jetzt, also darf ich mir eine neue Dartcraft-Version runterladen? Ah, die neueste. Danke. Bitte. Okay, ja, die Federn und die Gastiers. Warte mal, du hast 17, ne? Ja. Oh, ich hab 18. Ah, und die Advanced RE-Batterie, die genau. Ich hab einen zu weit geupgradet, du hast noch 17, ich hab 18. Control. Ja, kann sein, dass in 18 Hand wieder irgendwas dazugekommen ist bei Tier 3. Ja, scheint ja das so. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Mhm. So, wir brauchen jetzt eine Advanced oder ja mehrere Advanced RE-Batteries. Die Frage ist allerdings. Wo kriegen wir die her? Ja, eben. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Ne, wir haben es mittlerweile. So, Advanced RE-Batterie brauche ich.
haben wir da irgendwas davon. Ah, die Browser Casings brauchen wir und Lead Dust. Interessant. Der Mob-Repulsor. Den mache ich jetzt mal wieder an. Mob-Repulsor an. Haben wir einen Browser? Ich habe keinen Browser. Doch. Aber ja, da. Aber anderes Browser. Aus Tinkers Construct Hand. Dann brauchen wir einen Hammer. Oh, was ist denn auf? Denn auf V. Oh, tja, leck mich. So. Geht ja jetzt, ne? New V, genau. Und jetzt behalte ich nämlich auch meine ganzen eingestellten Gerätschaften hier. Gerätschaften? So, wir waren noch im Browser. Ja. Das ist, klingt gut. F. E, F. F wie Piep. Piep. So, Advanced RE Batterie. F, New. F, genau. Advanced RE Batterie und Lead das. Light halt. Control. New C. Da bräuchten wir dann 4 Stück. Damals, als man noch Ticket Light cool fand, war es eigentlich nie cool, aber naja. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Jetzt eigentlich dieser. Dein. Schweizerdeutscher Kollege hier noch irgendwo mit, oder ne? Ich hoffe es nicht, aber der kann jeden Moment wieder da sein. Nervt er dich? Ja. Warum? Hast du so ein bisschen deine Sprache verlernt? Nein, will ich jetzt nicht sagen, aber er muss immer im falschen Zeitpunkt kommen, das ist das Problem. Hat er auf Skype geedit? Ne, der hat gar keinen. Wie haben die sich dann unterhalten? Die kamen in mein Zimmer rein. Was? Die sind ja einfach reingeplatzt. Ist das dein Bruder oder was? Ja. Das ist dein Bruder, aha. Und der hat einen Kollege, der auf Besuch ist gerade. Aha, genau. Das passt alles zusammen. Das passt alles zusammen. Weshalb bist du Detektiv? Das ist alles... logisch. Als, ja, alles... tja. Das ist wirklich... warum? Logisch. Hast du auch so einen Bruder? Ja. Und eine Schwester hat irgendwie nervt und irgendwie neben mir steht. Okay. Leider. Sag ihr mal einen lieben Gruß von mir. Ja. Oh, ich hab schon ihr Chili Seeds bekommen. So hab ich gemacht. Sie hat nur gelacht. Sie hat nur gelacht. Ja, sie wurde jetzt in einem Livestream erwähnt. Wow. Oh, ich habe fast 5000 XP hier drin. Weißt du was, ich schenke jetzt der Geilo-Gerät. Nee, den brauche ich doch nicht. Dann gib mir der Geilo-Gerät. Der Geilo-Gerät. Was hast du eigentlich da drauf? Ich habe es jetzt gar nicht gelesen. Ich habe, warte, ich guck. Sharpness, ja, und was habe ich gesehen? Ich glaube... Quarz, also Sharpness 360, zweimal Moos und einmal Diamant. Alter, und wie viel Schaden macht er mit Sharpness 360? Zieh mal deine Rüstung aus. Ja, das weiß ich, dass du mich one-hitten kannst. Wie ist denn das, wenn du jetzt, hast du jetzt Damage oder irgendwie sowas auf deiner Rüstung? Ja. Zeig. Ja, oh, vier Herzen immerhin, ja. Ja, ich werde mir jetzt einen neuen Kleber bauen. Und ich habe 8 Rüstungspunkte. Auf den Kleber kommt jetzt EU. Oh, und dann ist er noch stärker. Genau, deswegen ja. So, und ich werde jetzt euch mal sagen, was wir als nächstes noch machen werden. Wir beginnen nachher mit Magical Corps. Will ich machen. Mann, ey. Ja, wir können gemeinsam, weil ich bin gerade so im Magical Corps viel, weil ich bekomme ja immer wieder solche komischen Seeds. Ich weiß ja, wie das geht, aber ja, ich eben nicht. Mein Problem ist halt, ich brauche eine Magic Essence, womit ich die Redstone Seeds machen kann, die Creeper Seeds, die Blaze Seeds und halt das ganze Zeug und die Quarz Seeds.
die mir netter Quarz herstellen und ich brauche diese scheiß Ding, sorry. Na egal. dieses blöde Ding, diese Essenz, die Magic Essenz und weil ich die nie hab. Also du kannst nur daraus die Redstone und Seeds herstellen. Ich kann nur daraus die ganzen anderen Sachen machen. Ja, ich glaube, ich habe schon so eine Idee, wie man das bekommt. Aber ich mache jetzt mal Rabo. So, was will denn eigentlich nachher noch kommen? Bei Dartcraft. Diamond Dust und Enderperl. Ah ja, die Enderperl ist dann für die Road of Return, die ist auch geil, die werden wir brauchen. Soul Wafer haben wir nicht, weil wir kein Soul Shards drauf haben. Haben wir kein Papier mehr? Kann gut sein. Ja, haben wir kein Papier mehr. Ich habe unter einem Video, unter seinen Kommentaren geschrieben, von deinem Bruder, habe ich geschrieben, kennst du Multidissimo? Da hat er nichts geschrieben. Was? Von meinem Bruder? Na hier, dieser Swiss Tech Dingsbums. Ah, das ist nicht mein Bruder. Hättest du mal gesagt. Du hattest gerade was gesagt von deinem Bruder, dass er das wäre. Nee, mein Bruder war vorhin hier in meinem Zimmer und hat irgendwas halt geredet und man hat das im Livestream und bei Luca halt gehört. Ach so. Deshalb war ich mich ziemlich darüber aufgeregt, aber den Swiss Techie, den kenne ich nicht, der ist irgendwo, der kommt aus einem ganz anderen Teil der Schweiz. Hättest du es mir mal gesagt, also erscheint es nicht mehr logisch, sozusagen. Eben, ja. So, und wir machen jetzt diese Advanced RE Batterie auf unsere Rüstung drauf und dann haben wir 100.000 EU, die wir speichern können. Ich meine, wer kennt dich nicht, ne? Na, weiß nicht. So, da habe ich noch einen Papierkleber. Den nenne ich nicht der geile Gerät. Das war nämlich mein Fehler. Warum? Naja, keine Ahnung. Weil das einfach. Weil Bart. Genau. Aha, ich weiß jetzt, was das letzte ist bei T4 bei Version 18. Eine Uhr. Eine Uhr? What? Ja, die macht man auf irgendein Gerät drauf. Und das kann die dann? Okay, so weit bin ich noch nicht. Und wo hast du das jetzt rausgefunden? Auf dem Post im Minecraft-Forum hat jemand gefragt. Aha. Und da hat er geschrieben, weil wegen Timepiece, dann weiß er, dass es eine Uhr ist. Ja, passt irgendwie zusammen. Ja. Passt überhaupt nicht. So einfach, dass da keiner drauf kommt. So, und ich hoffe, wir verlieren Damage und Speed jetzt nicht, wenn wir das drauf machen, weil sonst müssen wir alles doch mal von vorne machen. So mehr oder weniger. Aber ich denke, das könnte funktionieren so. Aber ich weiß nicht, was man da jetzt mal auf welchem Ding man das machen soll mit der Glock. Das Hallo? Weiß ich jetzt auch nicht. Hallo. Wer ist das? Ah, warte mal. User was moved out of your channel. Ah, auf dem Schwert kann man also eine Uhr machen. Auch gut zu wissen. So kannst nicht. Du dir schon mal merken. Mhm. Also Uhr auf Schwert. Ich brauche jetzt noch mal jede Menge Schugol. Und ich leg die mal wieder weg, weil ich brauche noch mal ein wenig Lead. Okay, jetzt habe ich ein Zeitschwert. Und was kann das? Weiß nicht. Probier's mal aus. Ja, was? Ich muss jetzt mal gucken. Das interessiert mich jetzt. Ich bin so zu. Also da steht auf jeden Fall, steht da jetzt auf dem Schwert Time drauf. Nicht mehr vor. Also ich kann so, die Zeit kann ich schon mal nicht so verändern. Vielleicht brauche ich noch irgendeinen Mob dafür. Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ich habe hier irgendwo noch ein paar Schafe stehen, da habe ich ein Pferd. Ey, du Pferd, komm her. Luftangriff! Ja. So, mal wieder was essen. Aha. Okay, das macht das Schwert. Das macht, dass man nicht wegrennen kann, dass man dann stehen bleibt. Aha. Also, das lässt dann in der Zeit festhängen, sozusagen. Es kann dann ja. Eine Zeit lang nicht rennen. Klingt logisch. Kann dann halt eine Zeit lang nicht mehr wegrennen. Oder sich auch so kaum bewegen. Wissen. Sö. Wir haben gerade rausgefunden, was bei T4 das letzte war. Aha.
Was denkst war, du? War eine Uhr auf dem Schwert. Hab ich ja überhaupt nicht mitgehört, ne? Nee. Ja. Doch nicht. Ich war ja die ganze Zeit anwesend, ne? Nee, warst du nicht. Ja. So, ich bin jetzt Tier 4. Hatten den. Boah. Nee. Das nächste ist eine Golden Power Source, das weiß ich jetzt schon. Ach du mit deinem Dartkrafthäusel. Echt du mit deinem Dartkrafthäusel. Alle haben Dartkraft Fieber. So, auf was ja, geht denn das? Auf Wit geht den Dit. Auf eine Spitzhacke vielleicht? Ja, passt sogar. Kann man ein bisschen sachlich bleiben. Da kannst du auch auf Schaufel machen, dann kriegst du bei Sandabbau ein Glas raus. Ja, aber ich hatte schon eine Spitzhacke. Ach so, das ist ein. Ah, jetzt habe ich eine Heat Pickaxe. Auch gut. Na eben. Ih, die ist heiß. Aua, aua. Oh, weg ist sie. Aha. Yeah, yeah, yeah. Drololol. Check. It looks like this item could increase the storage capacity of a storage unit. Sag mal gleich. Eine Storage Unit. Storage Units appear to be Dartcraft's version of Metal Chest, but are crafted with stone. Also ich brauche irgendwas aus Stein und eine Kiste aus Dartcraft. Oh lol. Okay, Sugar und Dartcraft. Sugre. Ja. Okay, ich habe schon mal eine Storage Unit. Moment, oder ich glaube, es macht jetzt irgendwie noch gar keinen Sinn, wenn ich das jetzt schon mache, weil ich mache das dann am besten, wenn ich die Feder auch habe. Dann kann ich nachher das wegmachen, ansonsten müssen wir das wieder wiederholen. Was für ein geilo Gerät. So, ich würde sagen, wir legen... Eine Grey Storage Unit? Wir legen unsere Dartcraft-Dinge mal weg für heute. Und was kann ich eigentlich mit dem Wand of Resistance machen? Hast du den Wand of Return schon? Was muss nee, da jetzt Tier 6 erst. Damit kannst du schnell damit kriege ich. Ja, und mit Word of Resistance kriege ich Fire Resistance. So, die hier kann ich einfach rausnehmen. Brauche ich nicht. Und die Dartcraft Sachen, die gehen man schön da rein für heute. Das ist heute genug für heute. Ja, also. Wir haben jetzt fast 3 Stunden Dartcraft gemacht. So, was krass. Machst du? Hattest du die Storage Unit, Multi? Welche Storage Unit? Eine Storage Unit, hattest du damit was? Ja. Und was machtest du für die? Die Grey Storage Unit musst du und? Dir zuerst machen und dann. Hab ich? Storage Unit und Tier hab 4, kein, oder? Kein ah, du musst einfach das Storage Unit Upgrade drauf machen. Achso. So. Ja, mach ich dann. Geht das mit dem EU gar nicht mehr auf Tinkers Construct? Die haben da bestimmt irgendwas geändert, denke ich. Das sollte eigentlich doch gehen, aber mit Flux geht's bestimmt. Ja, dann machen wir halt so einen hässlichen Kapitel da. So, und wir beginnen jetzt mit Magical Corps. Da sieht man, was da alles rauskommt. Wir haben jetzt schon meinst bekommen. Du diese Thai-Boxen vielleicht? Thai-Box? Ne, es gibt da, es gibt ein Item, das heißt Storage Unit Upgrade. Okay, warte mal. Ich mal. Warum haben wir hier eigentlich braune Wolle? Kann ich irgendwie behilflich sein? Ah, da. Bist du auf dem Server? Ah, ja, stimmt. Bei dem Gekroppe? Nee, nee. Wir brauchen jetzt einfach so viele Seeds wie möglich. Du kannst ja mal dies, das andere Zeug auch noch abernten überall halt. Oh, ne Mehl! So. Oh Gott, mir fehlt Knochen. Okay, ich hab ein Upgrade. Kannst du gleich mal weiter machen hier, das ist mir naja, egal. Naja, ich hack hier alles kurz und klein. Kannst weiter hacken hier. Okay, jetzt habe ich eine Grey Storage Unit 2. Gibt's überhaupt denn? Ne, gibt's ja nicht, wir haben kein Project Red. Oder doch? Ich weiß nicht. Ist nichts drin. Okay, ich habe Chili Seeds, Strawberry Seeds, Tomato Seeds, Raspberry Seeds. Das ist doch nicht von Magical Crops. Ah, Essence Seeds habe ich auch. Oh! Bau die an! Wo? Halt normal, wie man das halt anbaut, ne? Irgendwie. Einfach mal pflanzen und ein bisschen Wasser oder Knochenmehl. Wir haben glaube ich Feld, ja. Ich glaube ich mache das ganze Magical Corps Zeugs hier hinten. Und Bone Meal bitte mit Bone Meal. Ja, wissen ja natürlich. Ah, oh, wenn ich schon den Bar. Ich bin jetzt noch da, da ran nicht weg. So. Egal. Typ. Hast du mir wieder Kakao in die Scheibenwaschanlage gefüllt? Ja.
Schau, ich bin was schon da.